Die zweite Geheimnis von Fatima entspricht genau dem, was in der Apokalypse im 13. Kapitel dann als das Tier aus dem Meer bezeichnet wird. Und ich sah, Apokalypse, ein Tier aus dem Meer, ein Tier aufsteigen. Das hatte 10 Hörner und 7 Köpfe. Auf seinen Hörnern trug es 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen gotteslästerlichen Namen. Ihm gab der Drache seine Macht, einen Thron und große Gewalt. Die ganze Welt sah dem Tiere verwundert nach. Man betete den Drachen an, weil er dem Tiere die Gewalt übertragen hatte. Und man betete das Tier an und sagte, wer ist dem Tiere gleich? Wer vermag mit ihm zu streiten? Es ward in mein Maul gegeben, das hochtrabende und gotteslästerliche Reden führte, um Gott zu lästern und zu lästern seinen Namen, seine Wohnung und die Bewohner des Himmels. Auch ward ihm gestattet, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu besiegen. Das sagt die Heilige Schrift. Ja, es war die Macht verliehen über alle Geschlechter, Stämme, Sprachen und Völker. Alle Erdenbewohner werden es anbeten, deren Namen seit Anbeginn der Welt nicht geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes, das geopfert ist. Ist klar, seine politische Macht. Eine politische Macht, die allerdings 10 Hörner und 7 Köpfe hat. Das heißt, sie wird nicht als eine einige Einheit dastehen und trotzdem eine gewisse Einheit in dieser Verschiedenheit darstellen, nämlich in diesem gemeinsamen Vernichten wollen des Namens Gottes und des Lästerns des Namens Gottes, und die haben also die ganze Welt im Sack. So muss man das sagen. Und wir wissen genau, was die Mutter Gottes im zweiten Geheimnis offenbart. Es ist das Werkzeug Satans, sie spricht von Russland, aber jetzt passen Sie genau auf, was sie sagt. Sie wird also sprechen, sie spricht vom Zweiten Weltkrieg und vielleicht auch vom Dritten, das ist noch nicht so ganz klar, denn im Zweiten Weltkrieg wird nicht gestanden, dass ganze Völker ausgerottet werden, das haben wir vielleicht noch vor uns, wer weiß, aber das sind Interpretationen. Was wichtig ist bei der Sache, ist etwas anderes. Wenn meine Wünsche erfüllt werden, dann wird sich Russland bekehren und Friede sein. Wenn nicht, wird die gottlose Propaganda ihre Irrtümer auf der ganzen Welt verbreiten und Kriege und Kirchenverfolgung hervorrufen. Was ist jetzt diese gottlose Propaganda? Was ist jetzt Russland? Russland ist ein Instrument. Unterscheiden Sie bitte Russland als Instrument, das kann eine Weile gehen, aber muss nicht dauernd sein. Und Russland unterscheidet von den Irrtümern. Das ist das Instrument, welches gewisse Irrtümer in der Welt verbreitet. Was sind aber diese Irrtümer, das Russland verbreitet? Das habe ich Ihnen am Anfang gesagt. Das ist dieser materialistische Atheismus. Eine Welt ohne Gott, ein Paradies auf Erden. Das ist genau dasselbe, was im kommunistischen Manifest bereits auf seine Weise angekündigt wird und Lenin und Stalin auf ihre Weise zu realisieren versuchen. Das genau dasselbe, nur mit im anderen Anzug, mit einem anderen Gesichtchen und einer anderen Maske auch, versucht der Kollege aus dem Westen, um genau dasselbe zu erreichen. Der ist es, wie ich schon gesagt habe, auf die Soft-Art, auf die weiche Art, auf die angenehme Art, auf die viel gefährlichere Art, würde ich sagen. Und nun besteht tatsächlich die Welt darin, dass die ganze Welt eben diesem Tier huldigt. Die ganze Welt huldigt einem System, in dem Gott keinen Platz hat, in dem die Gottesgebote nicht beachtet werden und unterschlagen sind, in dem eigentlich nichts anderes als die Menschenrechte gelten. Es ist dieses System, das ist dieses freimaurerische, gottlose System, wenn man so sagen kann. Und das ist diese politische Macht. Und wiederum, jetzt überlegen wir uns das mal, wen stellt Gott dieser politischen Allmacht, wenn man so sagen kann, diesem ersten Tier, das heutzutage tatsächlich überall seine Klauen zeigt und da ist vor unseren Augen seine ganze Macht entfaltet. Wir sind dessen Zeugen, wir leben da drin. Bisschen schlimmer kann es da nicht mehr werden. Es gibt kein katholisches Volk mehr, es gibt keine katholische Konstitution mehr, es gibt kein katholisches Land mehr, es gibt keine katholischen Rechte mehr, es gibt da nichts mehr. Also, dann leben wir da drin. Also, was heißt es mit anderen Worten, kurz und bündig, heißt es nichts anderes als, ja, dass der Herrgott etwas sagt, was in Fatima, das ist umwerfend. Das ist so umwerfend, dass es eigentlich nur eines blinden Glaubens bedarf, aber dann eben genau zeigt, zu was Gott, die Mutter Gottes, befähigt und zu was sie in der Lage ist. Sie wird es schaffen, dieser Bestie nicht nur den Kampf anzusagen, sondern dieselbe zu besiegen, wenn
ihr unbeflecktes Herz gerade in diesem Punkt anerkannt wird. Die Weihe Russlands an ihr unbeflecktes Herz gemäß den von ihm gegebenen Bedingungen. Von dem macht sie den Frieden in der Welt, das heißt mit anderen Worten, den Sieg über die antichristlichen politischen Bewegungen und die Weltmächte abhängig. Einfach überraschend, man findet keine Worte dafür. Also wiederum, das heißt eben, gerade dort, wo der Teufel seine größten Siege feiert, gerade dort, wo er sich die Mittel ausbreitet in aller Größe und in einem Sieg auf den anderen, da stellt Gott eigentlich nur eine einzige Großmacht entgegen und sagt, sie wird den Teufel überwinden. Auch in diesem Sinn wird sie dem Teufel den Kopf zertreten. Wie ist Fatima eine Erklärung dieser ersten Verheißungen am Anfang der Kirchengeschichte? Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Drittes Geheimnis. Wir sind noch nicht fertig. Das dritte Geheimnis spricht in diesem Fall von einem zweiten Tier. Also das ist erstmal das zweite Tier in der Apokalypse. Das ist das erste Tier dort, als der Drache ist. Das ist die Nachäffung des Vaters, der Drache. Das erste Tier ist die Nachäffung des Sohnes. Gegen das Königtum Christi, Jesu Christi, ist es die Herrschaft des Antichristen. Klar. Und dann gleichsam die Nachäffung des Heiligen Geistes. Und ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus dem Festlande. Es hatte zwei Hörner, wie das Lamm, aber redete wie der Drache. Sieht aus wie das Lamm und redet wie der Drache. Es übte die ganze Gewalt des ersten Tieres unter dessen Augen aus und brachte die Erde und ihre Bewohner dazu, das erste Tier anzubeten, seinen religiösen Kult zu erweisen. Und es wirkte große Wunderzeichen. Also, es kommen hier wirklich die Wunder, große Zeichen, große Sensationen und verführte die Bewohner der Erde. Es forderte nämlich die Bewohner der Erde auf, ein Bild von dem Tiere zu machen. In einem anderen Text, im 16. Kapitel, wird dieses zweite Tier auch der falsche Prophet bezeichnet. Der falsche Prophet. Das sind also jetzt ganz, ganz wichtige Punkte. Also es handelt sich ganz klar um eine religiöse Macht. Eine Macht, die die Fähigkeit besitzt, zu prophezeien und Wunder zu wirken und anzubeten oder zur Anbetung zu leiten. Und diese Macht, wie wir sehen, steigt aus der Erde hervor. Die Exegesen sagen, aus dem Inneren der Kirche selbst. Es ahnt die Lehre Christi nach und die Lehre der Kirche. Es hatte Hörner, ähnlich den Hörnern des Lammes, aber spricht wie der Drache. Das heißt also, nach außen hin gibt es sich gleichsam als eine Fortsetzung des religiösen Lebens, des christlichen Lebens, der christlichen Lehre, der christlichen Religion. Aber im Reden und im Tun ist es eine antichristliche Religion und bringt die Leute dazu, den Drachen anzubeten und das erste Tier. Ich brauch das wahrscheinlich nicht besonders auszuführen. Wenn Sie die Neueren, das, was im Zweiten Vatikanischen Konzil Neues ist und nichts Wiederholtes von früher, das ist ja sowieso 80%, aber diese 20%, auf die es ankommt, das ist reine Lehre des ersten Tieres. Das ist reinste Frauenmauerei. Diese Gedanken vom Ökumenismus, von der Religionsfreiheit, vom Kollegialismus, von der Demokratie, und zwar als das Volk, das alles bestimmt, das alles, das kommt nicht von der Kirche, von der Lehre Christi, von keinem einzigen Heiligen. Das kommt von Jean-Jacques Rousseau, das kommt von Voltaire, das kommt von den ganzen Banditen, die eben ihre Intelligenz in den Dienst eben der Feinde Gottes gestellt haben. Das ist eindeutig klar nachgewiesen. Nun, um das weiter auszuführen, es ist klar, es ist dieses wirklich jetzt eine ganz, ganz wichtige, für uns eine ganz wichtige Sache, dieses zweite Tier. Es ist klar, dass es eben jetzt versucht, eben die wahre Religion zu umzugestalten und eine neue Weltreligion anzubieten. Und das ist ja das, was sich vor unseren Augen abspielt, wenn es auch nicht alles so klar ist und man kann es nicht immer so eindeutig definieren, aber das, in diese Richtung geht es, also das ist klar. Jetzt passen Sie auf, jetzt gehen wir mal ins dritte Geheimnis von Fatima. Was immer davon man handeln kann, ich denke, das ist klar, dass wenn wir zugeben möchten, dass ein Teil dieses dritten Geheimnisses offenbart worden ist, durch diese Vision, ist es auch ganz eindeutig, dass eben
es muss etwas fehlen, das Wichtigste muss fehlen. Weil das dritte Geheimnis ganz eindeutig mit den Worten Mutter Gottes beginnt. In Portugal wird das Dogma des Glaubens immer bewahrt bei dem Punkt, Punkt, Punkt. Und in diesem offenbarten Text, dieser Vision, die an sich eine sehr eindrucksvolle ist, in diesem offenbarten spricht die Mutter Gottes kein einziges Wort. Und dann, am Schluss dieses dritten Geheimnisses, spricht ja die Mutter Gottes wieder. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz siegeln und so weiter. Das heißt, das dritte Geheimnis, das die Schwester Lucia 1944 darstellt, also nicht darstellt, oder das zweite Geheimnis eben nicht darstellt, da ist es in Worten gebettet von der Mutter Gottes. Sie spricht. Sie spricht am Anfang, sie spricht am Ende und mittendrin sollte sie nicht mehr sprechen. Also das ist dann wirklich schon ziemlich komisch, wenn das nicht so. Aber das gibt, ich will jetzt nicht über dieses Geheimnis analysieren, das wäre ein Vortrag für sich, nur damit wir uns klar sein, dass also etwas Wichtiges uns nicht gesagt worden ist. Und es ist auch ganz klar, dass sein wesentlicher Inhalt, gemäß allen Analysen, die wir inzwischen haben, und zwar eindeutig, wirft keine Zweifel mehr auf. Es geht darum, dass eben die Bemühung, wenn der Teufel, denkt doch daran, der Drache, Höllenvision, dann die Großmacht, die erste Großmacht, die alle Irrtümer, und nun bleibt ja nur noch das eine übrig, dass eben dieser Teufel versucht, sein Letztziel zu erringen und die Kirche zu überwinden, wenn er jetzt schon alles hat. Alles ist auf dem Weg, sodass das dritte Geheimnis im Grunde genommen nur von dieser fast gänzlichen Vernichtung der Kirche und ein bisher nie erreichtes Höchstmaß von abgefallenen Seelen und das Werk dieses zweiten Tieres ist, welches gleichsam eine neue Weltreligion inkarniert und die ganze Nation im Namen eines falschen Ökumenismus zur großen Apostasie führt, zur Apostasie der Nationen. Übrigens ist es gar kein neues Thema, denn darüber spricht eindeutig und ganz klar und ohne irgendwelche, wenn man so sagen kann, ohne irgendwelche Verblümtheit, dass wir was interpretieren müssten, obwohl es schwer zu verstehen ist manchmal, das Geheimnis in La Salette. Rom wird den Glauben verlieren und so weiter. Aber wichtig ist jetzt das, was ist die Antwort der Mutter Gottes? Wir können das dritte Geheimnis in seiner Klarheit, in seinem eindrückenden Text nicht, aber wir wissen auf jeden Fall, dass am Anfang steht, auf dem Drachen hin, Lösung, das unbefleckte Herz Mariens. Auf das erste Tier, Lösung, Überwindung, das unbefleckte Herz Mariens. Dann kommt dieses Fragezeichen. Und am Schluss steht, am Ende wird mein unbeflecktes Herz Mariens siegen. Dann ist es wohl ganz klar und eindeutig und logisch, dass hier die Lösung dieser großen Katastrophe, religiösen Katastrophe, dieses Sieges des zweiten, der zweiten Bestie, auch darin besteht, eben im unbefleckten Herz Mariens. Wissen Sie, was das bedeutet? Es bedeutet nichts anderes, als dass die Rettung der Kirche und die Überwindung der Krise der Kirche, und das interessiert uns jetzt wohl ganz besonders, auch wieder ins unbefleckte Herz, dem unbefleckten Herz Mariens anheimgegeben wird. Wenn wir das sehen, meine Lieben, dann könnte einem, Verzeihung, aber eiskalt über den Rücken laufen. Und zwar aus diesem Grund. Wir stehen jetzt hier, und das ist jetzt wirklich die Betrachtung einer höchsten Aktualität. Wir stehen hier in einer furchtbar kritischen Zeit. Wir sind in einem Augenblick, wo tatsächlich ja, es der treue Rest, der unter dem Kreuze treu steht, in diesem Karfreitag der Kirche, ist winzig klein, aber dieser treue Rest ist gleichsam, ja, wenn man so sagen kann, ausgelaugt. Irgendwo. Schauen Sie, ist es nicht eigenartig? Wir haben die große, große, alles überragende Gnade bekommen. Von Milliarden, ich würde nicht so sagen, von Milliarden ausgewählt zu sein, um praktisch als Letzte die großen Schätze Gottes, die er der Welt gelassen hat, aufrechtzuerhalten und zu bewahren. Schätze, die die Heiligen zu Heiligen gemacht haben, die die Welt bekehrt haben, die die Zivilisation aufgebaut haben, die Völker bekehrt und zu großartigen, möchte ich sagen, zu großartigen Errungenschaften der höchsten Kultur gemacht haben. Diese Kräfte, diese Mächte sind uns in die Hand gegeben. Die wahre heilige Messe, die Sakramente, die Lehre der Kirche in ihrer unverfälschten Weise. Die höchsten Schätze, die es überhaupt nur auf der ganzen Welt gibt.
trotzdem sind wir so schwach. Und trotzdem so viel Abfall. Und trotzdem so viel Schwäche. Und trotzdem so eine Angst. Angst umso mehr, als wir auf unsere Kinder schauen. Unsere Kinder, die in dieser Zeit groß wachsen und von der ganzen Ambiance vergiftet sind. Und wir können fast nichts dagegen machen. Und in diesem Sinn müssen wir einmal ganz klar diese Worte der Mutter Gottes von Fatima uns zu eigen machen, zu sehen. Und auch das, was wir im letzten Vortrag gesagt haben, ja Moment mal, dann ist es ja wohl klar. Der Herrgott will uns zeigen, entweder ihr hört auf mich oder nicht. Wenn ihr auf mich hört, dann bitte sehr. Dann nehmt sie hinein in euer Leben, dann versteht, dass ihr alles, euer ganzes Leben, und zwar jetzt sowohl, was eure persönliche Rettung betrifft, die Antwort auf die Grenzen, auf die unmöglich vielen und zahlreichen Angriffe des bösen Feindes auf euch selber, und jeder von euch weiß, kann sich ausrechnen, wie er selber angegriffen wird, versucht wird und wie oft er der Versuchung auch erliegt. Und dass er hier die Antwort bekommt und sich nicht mehr sagen kann, also ich habe alles schon versucht. Nein, wir haben es nicht alles versucht. Wir haben es noch nicht verstanden. Das große Heilmittel, das Gott uns für unsere Zeit gegeben hat, anzuwenden und sie in unser Leben hineinzubringen. Das ist die Immaculata, das ist das unbefleckte Herz Mariens. Das ist die Größe Mariens und wir ihr Eigentum. Und dasselbe zu sagen für mich selber und dann auch lamentieren über die Situation in der Welt. Alle möglichen Skandale herauszuschreiben, was nun dieser Jude und jener Freimaurer wieder getan hat, das ist ein oder andere ziemlich überflüssige Arbeit. Ich meine, es ist nicht überflüssig, man muss ein bisschen informiert sein, aber im Grunde genommen ist es immer derselbe Käse. Es ist immer der Triumph des Teufels, es ist immer wieder ein neuer Schlag auf den Kopf einer Bewegung, die irgendwo noch etwas retten will, um ihnen gleichsam den Chaos zu machen. Und das ist immer schlimmer. Bis zu den Ratifikationen von Gesetzen, die himmelschreiende Sünden, nicht nur einfache Sünden, nicht nur schwere Sünden, aber Sünden, die um Rache zum Himmel schreien, wie Homosexualität, Euthanasie, Abtreibung, eben legalisieren und so weiter. Sehen Sie, und in dem Augenblick, wo wir das ja sehen, dann können wir lang lamentieren, dann können wir versuchen, und wir müssen es versuchen, irgendwelche Strukturen zu öffnen, und irgendwas zu versuchen, um diesem Schlamassel und diesem Riesenozean irgendwie Einhalt zu gewähren. Aber es wird uns ganz klar gesagt, vom Himmel her, es gibt hier nur eine Möglichkeit. Wenn du Maria nicht auch in diesen Bereich hineinbringst und dich scheust und Angst hast davor oder das nicht tun willst, dann sind deine Bemühungen zum Scheitern verurteilt. Und für uns jetzt, als diejenigen, die alles tun möchten, wie der Erzbischof gesagt hat, damit die Kirche fortbesteht, damit wir diese fürchterlichste aller Krisen der Kirche und der Religion überwinden, reicht es gleichsam nicht, jetzt nur unsere liebe, gute, traditionelle Messe zu haben, die sicher der Kraftquell ist und das Licht und alles, aber das Licht unter den Scheffel gestellt. Wir kommen nicht dazu. Unsere Kinder verstehen es nicht mehr. Die langweilen sich und wir vielleicht auch. Wir sind dabei und doch nicht dabei. Wir sind irgendwo nicht in der Lage, das alles zu schätzen und in uns aufzunehmen, weil uns etwas fehlt. Diese Kraft der Immaculata, diese Kraft des unbefleckten Herzens, so wie es Gott eben der Welt gibt. Wenn wir das also jetzt hier betrachten, dann wird uns auch wieder klar, dass wir eigentlich, wenn wir auf sie schauen, eigentlich im Grunde genommen auf einmal alles Licht und klar wird. Schauen Sie, wenn Sie einmal entmutigt sind und lesen Sie den Siegeszug der wunderbaren Medaille von Herrn Durer oder so, wie, oder ein Part, ich weiß nicht, ob es ein Laie war, jedenfalls, wo diese ganzen großartigen Wunder, nur in Verbindung mit dieser Devotion der wunderbaren Medaille. Wenn Sie die Chroniken lesen, die verbunden sind mit dem Skapulär. Wenn Sie die Geschichte der Pilgerfahrten unserer lieben Frau von Fatima durch die Welt hin betrachten und die mit der verbundenen Erfolge und Sachen, da wird einem warm ums Herz. Wenn Sie dazu noch ein bisschen das Leben dieses oder jenes Heiligen lesen, wie des heiligen Maximilian Kolbe, oder wie wir heute Abend beim Abendessen sehen, die wunderbare Bekehrung von Alphonse Ratisbonne. Also ich meine, dann steht der Mensch darauf, es gibt eine Möglichkeit. Und das ist sie. Das ist einem von rein klar. Nur, dass wir eben die Kraft irgendwo nicht haben, diese Konsequenz zu gehen. Und das müssen wir. Und deshalb bitte ich Sie jetzt, dass wir uns doch schon mal in dieser
in dieser Überzeugung, in dieser großen Überzeugung festigen, dass wir nicht zu verzagen brauchen, dass wir nicht, wie so oft und so viele von uns, den Kopf hängen lassen dürfen, dass wir nicht hingehen und sagen dürfen, mit vielen hat doch keinen Sinn, setzen wir uns in Ecken und warten, bis aufs Ende der Welt oder auf irgendein Strafgericht oder sonst etwas, mag es kommen oder nicht. Das ist nicht das, was im Augenblick gebraucht wird. Das, was gebraucht wird, ist ein energischer Widerstand, ein Aufstehen, auf den Tisch klopfen und sagen, wir haben die Lösung. Sie ist uns gegeben. Und wenn wir auch noch hören, dass hier in Fatima, dass der heilige Ludwig Maria Grignion de Montfort und alle diese Heiligen jetzt nicht nur sagen, schaut, da ist sie. Schaut, das ist die Lösung. Sondern uns auch noch zu verstehen geben, dass wir da etwas dabei zu tun haben. Wir sind nicht nur die Betrachter einer schönen Statue, einer großartigen Vision oder einer großartigen Wirklichkeit, derer wir vielleicht bisher nicht gewahr worden sind, sondern wir stellen fest, dass sie etwas von uns will, dass sie uns hineinnehmen will in diesen schönen großen Kampf, dass wir etwas zu tun haben in diesen letzten Zeiten der Geschichte. Und das ist eben der Sinn dieser Exerzitien. Der heilige Ludwig, wenn ich noch diese Sätze beenden kann, er spricht eben von dieser Feindschaft will ich setzen und vom Drachen nicht gegen das Weib, Anfang und Ende der Heiligen Schrift. Auf genau jene und letzten und grausamen Verfolgungen Satans, die sich von Tag zu Tag verstärken werden bis zur Ankunft des Antichrist, bezieht sich hauptsächlich jene erste und berühmte Verheißung und jener Fluch, welchen Gott im irdischen Paradies auf die Schlange geworfen hat. Feindschaft will ich setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deiner Nachkommenschaft und ihrer Nachkommenschaft. Sie wird dein Haupt zertreten und du wirst sie an der Ferse verletzen. Nur einmal setzte Gott Feindschaft, aber eine unversöhnliche Feindschaft, welche bis zum Ende der Welt dauern und sich ununterbrochen vergrößern wird. Und dann zitiert der heilige Ludwig in dem Augenblick den ersten Kirchenvater oder den zweiten, der überhaupt nur von Maria spricht, nämlich den heiligen Irenäus. Was Luzifer durch Stolz verlor, erhielt Maria durch Demut zurück. Was Eva durch Ungehorsam verlor und zugrunde richtete, rettete Maria durch Gehorsam. Indem sie auf die Schlange hörte, ruinierte Eva sich und alle ihre Kinder und übergab sie in die Hände Satans. Durch ihre vollkommene Treue zu Gott rettete sich Maria und alle ihre Kinder und weihte sie der göttlichen Majestät. Und dann sagt der Grignion de Montfort, und das in den letzten Zeiten wird gleichsam auf die Spitze getrieben. Und in Fatima finden wir nun genau diese Anwendung. Wir finden uns vor in dieser Zeit, und die Mutter Gottes in Fatima zeigt uns genau Stück für Stück der Drache, Antwort, mein unbeflecktes Herz. Die erste Bestie und ihre Weltmacht, Antwort, mein unbeflecktes Herz. Die zweite Beste und ihre Weltreligion, antichristliche Antwort, mein unbeflecktes Herz. Und am Ende wird mein unbeflecktes Herz siegen. Also dann gibt es eigentlich nur eins, dass wir uns jetzt ganz fest an Maria klammern und uns in diesem Augenblick, diese zwei wichtigen Tage dieser Exerzitien, die eben darin bestehen, um ganz klar Schritt für Schritt diese Größe Mariens aufzuzeigen, ihre Bedeutung ganz konkret in unserem Leben, aber auch unsere Antwort, wie wir jetzt uns mit dieser Wahrheit abfinden können und wie wir sie verwirklichen können. Durch Maria zu Jesus.